Hallo, liebe Wasserfreunde. Ich werde oft gefragt, was der Unterschied ist zwischen üben mit nur mit dem Mundstück oder eben zusammen mit dem Basser. Dazu kann ich Folgendes sagen: Wenn man nur mit dem Mundstück übt, gewöhnt man sich einige ja kleine Fehler ein. Sprich, die Lippe muss hier schon die Arbeit verrichten. Das heißt, die Mundwinkel müssen mehr angespannt werden, um die Lippen schwingen zu lassen. Sobald ich den Basser aufstecke, wird das Instrument imitiert. Es gibt mehr Widerstand. Die Luftsäule vom Basser ist da. Und deshalb kommt folgender Effekt zustande. Jetzt schaut mal auf meine Lippenöffnung. Die Lippenöffnung bleibt groß. Sprich, hier kann ich lockerer sein und nur die Öffnung kann kleiner und größer gemacht werden. Sprich, die Effizienz beim Spielen ist größer. Um jetzt von der großen Öffnung auf die kleine Öffnung zu kommen, damit die Lippen vibrieren, was beim Mundstück summen der Fall ist, sieht man hier, in dieser Stellung spiele ich mit dem Basser. Hier muss ich viel mehr Arbeit verrichten. Und dadurch, wenn ich mit dem Basser übe, gewöhne ich mir ein effektiveres und ausdauerndes Spiel an. Diese Lockerheit auf dem Basserspiel auf das Instrument übertragen, dann merkt man plötzlich nach einer Zeit, man hat einen riesengroßen, vollen, schönen, warmen Ton. Und wenn ich persönlich auf der Autobahn unterwegs bin, dann halte ich immer ein Loch geschlossen. Und wenn man das Loch geschlossen hat, nicht denken, mit der gleichen Intensität reinblasen, sprich, das wäre falsch, sondern ganz locker. Ganz warme Luftblasen und ganz wenig Druck. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein wenig helfen und viel Spaß weiterhin beim Bassern. Euer Markus.